Christian Eckerlin, jetzt mal ein bisschen was anderes. Luden führen euch 2 Tage durch Frankfurt beim Party machen. Christian Eckerlin mit seinem neuesten Video. Let's go, Freunde, direkt weiter geht's mit der nächsten Reaction. Kaugummi getreten. Oh ne, dann noch der schöne Jordan, Alter. Schissner wie Scheiße. Nee. Fuck das ab, du. Es geht einfach nicht ab. Ach Gott, wir haben einen Ruf zu verlieren. Guck, jetzt kannst du mit einem Schuh hier rumlaufen. Was eine Scheiße. You want me for- Bruder, schmeiß doch weg, kauf 3 neue Paar, hast doch genug. Willkommen Leute zu Club Vlog Nummer 6. Lang ist es her. Wir nehmen euch diesmal 2 Tage mit. Wir fangen heute an mit dem Training. Mal gucken, wer uns vor die Flinte läuft. Morgen denke ich einen Special Gast haben. Das ist der Werner, ein Altluder aus Frankfurt. Der wird euch geile Geschichten erzählen können. Und abends werden wir dann schauen, durch welche Clubs wir in Frankfurt stolpern. Auf jeden Fall. Eckerlin Videos sind immer mega nice. Finde ich auch. Sehr, sehr cool. Kann man sich immer wieder geben. Was wünschst du dir? Fortfahren. Fortfahren? Ein anonymer Geschenkgeber verschenkt ein Abo an die Community. Was ist das denn? Das ist aber korrekt. Sehr, sehr cool. MXI2, danke dir für die Bits, mein Lieber. Sehr, sehr korrekt. Wir haben jetzt hier eine Pancake-Mischung gemacht von ESN mit einem Scoop Designer Whey Cherry Joghurt. Designer Whey von ESN, das meistverkaufte Protein in Deutschland, gibt es in vielen Geschmackssorten. Gutes Whey-Protein ist schnell verdaulich, trägt zum Erhalt der Knochen bei, fördert Muskelerhalt. Check P, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Und Aufbau und Regeneration. Für jeden ernstzunehmenden Athleten ein Muss. Mit dem Rabattcode Eckerlin gibt es mindestens 10% auf alles. Besucht die Seite ESN. Boah, schönes, schönes Kfz hier, wa? Hier in Frankfurt. Wir gehen die Sportsachen holen, dann gehen wir ins Training. Was fährt denn der Pütz für ein E36 Kombi, Alter? Feier ich. Das war mein erstes Auto, aber nicht als Kombi, sondern als Kompakt. BMW E36 mit vorne kaputten Frontgrill, Alter. Wahnsinn. Was bleibt Ihnen aus dieser Woche in Erinnerung? Ich erinnere mich nicht an viel in der Regel, aber... So, wie sieht also, das Workout heute aus? Guck mal, Nummer 1, ich bin der Trainer und ich sag, wie das Workout aussieht. Okay? Das ist Nummer 1. Hollow Hold, Erstübung, Weitsprünge. Und Nummer 3, Bandit, Good Mornings. Dünne Wade, danke dir für den Support, Mann. Dünne Wade. Dann haben wir einen Kraftteil. Wood, Workout of the Day. 18 Kalorien Ski, 14... Was ist denn das? Oh shit, oh shit. Ich wäre dafür, dass du beide richtig vernichtest jetzt. Jetzt? Ja. Okay. Aber geiles Gym, so eine Halle, ne, wo die da pumpen. So eine Crossfitter-Halle ist das doch, oder nicht? Jetzt verlierst du mich hier schon mal nicht. Shake hands, fairer Wettkampf. Unentschieden. Digga, das ist doch. Das ist doch kein Rattengift, Mann.
Opernplatzfest, Tiefschläge, Weinsaufen, Tiefschläge, Prozente. Meine Kamera ist im Sicht, aber rechts steht Prozente. Bruder, wer diese Ohren hat, ist gefährlich. Jungs, wenn ihr auf der Straße Probleme habt und einer hat diese Ohren, wechselt einfach am besten die Straßenseite. Geht weiter. Bitte. Ich freue mich, der Tommy ist wieder da. Emil, komm mal her. Mir wurde zugetragen, dass du die beste Arschbombe in ganz Ibiza gemacht hast. Stimmt das? Darüber müssen wir uns noch unterhalten, junger Mann. Der Tommy will selbst Prozente von der Arschbombe haben. Ja, selbstverständlich. Wo sind wir denn hier? Das war der erste Tiefschlag. Wieder ein Tiefschlag. Ich hab immer Sackschutz. Seit 4.6. habe ich Sackschutz gehabt. Aber geil, dass du das mit Humor nimmst. Cornell abonniert mit Prime. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Bahnhofsviertel, Emir Tommy Sinan. Schnell, 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 schnell. Die dir einfach das Handy kostet in die alles. Hand drücken, ohne zu wissen, dass du der Arschbombenkind bist. Ja, aber Tommy, mach das mal ordentlich. Ich sag's dir. Ist Tommy der Bruder von Onkel Jacek? Ja, weit, weit bekannter Bruder, ja. Entfernterer Bruder. Tag 2, Friseur, Werner und Party. Hat mal wieder Zeit, sich schick zu machen, ja? Ja, auf jeden Fall. Zeig mal Kaffee. Nein, besser nicht. Oh, oh la la. Wir gehen jetzt jemanden besuchen. Wir gehen jetzt unseren Werner besuchen. Einer aus der ganz alten Bahnhofsviertelzeit. Ja, und hat bestimmt ja. Jetzt bin ich mal auf den Werner gespannt. Das ist bestimmt nicht Werner Frankfurt, ist ein anderer Werner. Eine oder andere Geschichte. Pennt der Tommy da hinten auf dem Rücksitz? Sieht stark danach aus, ne? Schauplage. Oh, das ist der Werner. Anderer Werner diesmal. Nachdem ich erfahren habe, dass es dort auf der Insel noch die Todesstrafe gibt, da habe ich gesagt, meine Herren, das hat sie für mich erledigt. Es stellen sich natürlich viele die Frage, was viel gemacht hat, ist Schaffenslust, was eigentlich viel Geld verdient. Oh ja, oh ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre. Für mich war immer eins klar, Geld verdienen in Deutschland ist eine wunderbare Geschichte, aber bitte ausgeben im Ausland. Hast du dich eigentlich damals aufgehauen? Ich glaube, was sind dann denn überwiegend? Schade, der hat es nicht beantwortet, ob der sich oft gehauen hat oder nicht. Die Gründe geben die anderen. Ach so, doch. Die Gründe geben die anderen. Meine Worte. Bei der Südamerikanerin schläfst du nur mit einem Auge, das sage ich dir. Richtige Kiez-Legende, Alter. Viele fragen sich ja, was würdest du eigentlich machen, wenn jemand Geld schuldet und es dir nicht gibt. Wenn du sein Geld kriegst, dann gibst du auf die Schnauze, wenn es Schulden gibt. Was denn sonst? Ja, das habe ich auch gerade im Chat gelesen. Der Eckerling gönnt sich aber oft, ne, ein bisschen mal. Hat, glaube ich, was mit Tommy zu tun. Tommy Pole, Tommy sein Manager. Ich denke mal, deshalb
spornt er ihn des Öfteren mal an zum Saufen. Das war's vom Clubvlog Nummer 6. Zwei geile Tage mit unseren Leuten. Der ist doch voll besoffen, oder? Schön mit Flecken auf der Brust. Leicht am Lallen, sehr, sehr geil. Wie immer. Ich bin stramm, Männer. Geil. Wir gehen noch ein bisschen weiter feiern. Wir lassen heute noch die Korte. Sag mal, was gibt's denn hier schon wieder zu labern? Geil, Christian Eckerlin, Alter. Mal wieder von der anderen Seite. Schade, dass wir den Werner hier, dass der nur so ganz kurz gequatscht hat. Ich hätte mir da ein bisschen mehr von erhofft, beziehungsweise ein bisschen mehr von gewünscht. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.